Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, vor 2 Jahren, am 8. Mai, war der 500. Geburtstag von Petrus Canisius. Aus diesem Anlass hat Walter Kardinal Kasper in Augsburg einen Vortrag über diesen zweiten Patron Deutschlands, Kirchenlehrer, gehalten mit dem Thema mit Petrus Canisius zwischen den Zeiten, Erneuerung aus dem Ursprung, als Erinnerung an die Zukunft. Am 27. April dieses Jahres habe ich Ihnen von diesem Vortrag einiges vorgelesen, es kommentiert. Er hat dargelegt, dass die atmende Lunge der Kirche das Gebet der Gläubigen ist und dass darauf das Augenmerk gerichtet werden muss. Die Heiligen haben damals, er hat dann noch etliche genannt, vor allem auch Petrus Canisius, die Kirche nach der Krise durch die Reformation heraufbeschworen, wieder in Form gebracht. Die Kirche braucht nichts dringender als Heilige, hat er damals geschrieben und dargelegt, dass die beste Botschaft, die überhaupt verkünden können, das Evangelium ist. Es gibt nichts Besseres. Zu warten, bis die Kirche in Form ist und sich dann erst wieder zu engagieren, ist Häresie pur, hat er ausgeführt. Diese Verweigerungshaltung gibt es ja heute auch. Ich warte jetzt erstmal ab, bis die sich wieder reformiert haben. Dann warten sie ewig ab. Kein Heiliger hätte auch im Ansatz nur so gedacht. Und dann hat er auch ausgeführt, dass das Schreiben des Papstes vom 29. Juni 2019 an die Kirche in Deutschland freundlich abgenickt und dann zur Seite gelegt worden ist, war ein starkes Stück. Das ist ein wörtliches Zitat von ihm. Also in ihm da brennt schon ein ziemliches Feuer. Und ich darf Ihnen jetzt den zweiten Teil seiner Ausführungen zur Kenntnis bringen. Da geht es auch um die Synode. Im Oktober des letzten Jahres hat er dazu ausgeführt, der synodale Weg ist misslungen. Er hat bei mir und vielen den Eindruck erweckt, er könne und müsse die Kirche sozusagen neu erfinden und dabei seine eigene Agenda durchdrücken. Auch das ist eine ziemlich heftige Äußerung von ihm, und man könnte meinen, dass jetzt er ganz grundsätzlich gegen Synoden wäre oder da Probleme hätte, und ich möchte das heute in einem anderen Licht von ihm darstellen, weil er in dem Vortrag damals auch über die Synode etwas gesprochen hat, und ich weiß, dass durchaus manche Vorbehalte in den Herzen vieler unserer Leute auch da sind, ja, was der Papst jetzt da macht und wie, ob das Sinn macht, ob das so richtig ist, es macht Sinn. Ich werde Ihnen jetzt die Ausführung von ihm darlegen. Was sollen wir machen? Wie sollen wir das machen? Wer soll das machen? Also die Reform der Kirche. Das Zweite Vatikanum hat von der hierarchischen Struktur gesprochen, aber es ist von ihr gesprochen worden innerhalb des Verständnisses der Kirche als Volk und der Teilnahme aller Getauften am gemeinsamen Priestertum. Es hat vom Glaubenssinn des ganzen Gottesvolkes, von der Mitverantwortung aller in der Kirche gesprochen. Das vertikale Kirchenverständnis von oben nach unten ist damit durch das Bild einer partizipativen und kommunikativen Kirche ersetzt und eine Wende von der Betreuungskirche zu einer Beteiligungskirche eingeleitet worden. Das ist eine starke Formulierung. Franziskus hat aus dieser kopernikanischen Wende die Folgerung gezogen und seine Vision für die Kirche im dritten Jahrtausend formuliert. Er schreibt: Die Welt, in der wir leben, verlangt von der Kirche eine Steigerung ihres Zusammenwirkens in allen Bereichen ihrer Sendung. Genau dieser Weg der Synodalität ist das, was Gott sich von der Kirche im dritten Jahrtausend erwartet. Zitat Ende. Er hat jetzt auch für den Oktober eine große Bischofssynode einberufen. Kardinal Kasper, eine große Mitmachaktion. Manchen scheint das ein revolutionäres Programm zu sein. Und ich bekomme ja auch immer wieder mit, wie sehr Franziskus auch dafür kritisiert wird. Aber hören Sie bitte einfach zunächst einmal zu. Es ist das konservativste Reformprojekt, das man sich denken kann. Es will unter heutigen Voraussetzungen den Schwung erneuern, der die apostolische Kirche im sogenannten Jerusalemer Apostelkonzil befähigt hat, den Übergang von der Judenkirche zur Heidenkirche zu wagen. Synoden waren dann die Art und Weise, wie die Kirche im ersten Jahrtausend
und noch bis ins Hochmittelalter gelebt hat. Schon das Konzil von Trient, 16. Jahrhundert, wollte die synodale Praxis erneuern. Karl Borromäus, das Modell des nachtridentinischen Reformbischofs, hat auf dem Weg von Synoden die Trienter Reform in Mailand durchgeführt und dies mit Erfolg. Das Zweite Vatikanum hat darum gewünscht, Zitat aus Christus Dominus 36, dass die ehrwürdigen Einrichtungen der Synoden und Konzilien mit neuer Kraft aufblühen. Die Kirche des 21. Jahrhunderts soll also synodal aufblühen. Sie ist keine absolute Monarchie, keine Aristokratie oder eine Bürokratie, in der alles von oben nach unten entschieden wird. Sie wird auch keine parlamentarische Demokratie sein, so sehr sie in Stil und Verfahrensformen von der Demokratie lernen kann. Sie hat ihre eigene institutionelle Gestalt. Der Kirchenvater Johannes Chrysostomus, 5. Jahrhundert, sagt, Synode ist der Name der Kirche. Synode heißt Weg, Gemeinschaft und Zusammenspiel aller Charismen und Ämter in der Kirche. Goldene Regel dieses Zusammenspiels laut daher, die Synode kann nichts oder gar gegen den Bischof tun. Der Bischof soll aber in wichtigen Fragen nichts ohne die Synode tun. Nicht einer kann alles, aber auch nicht jeder kann alles. Jeder hat von Gott sein Charisma erhalten und das soll das des anderen achten. Und das gilt natürlich dann auch für die höchste Ebene, sub Petro unter Petrus, et cum Petro und mit Petrus, das ist die Form der Synode. Also von wegen hier, dass man da Entscheidungen gegen den Papst irgendwie treffen kann. Wenn es um das Festhalten am Evangelium geht, soll Consensio Einklang zwischen den Vorstehern und den Gläubigen sein. Zweites Vatikanum, Dei Verbum 10. So ist die Synode ein konsensorientierter Austausch. Sie ist Ausdruck gewaltfreier Beziehungen, in denen es nicht darum geht, vorgefasste Ideen oder Interessen durchzusetzen und andere niederzustimmen. Ja, und genau das war eben die scharfe Kritik von ihm an der Synode in Deutschland. Marianne Schlosser war etwa in der Kommission, in der es um Ämter in der Kirche ging, und sie ist ausgestiegen, weil sie gesagt hat, es ging von vornherein nur um eines, das Frauenpriestertum durchzusetzen. Und ein anderer, der Weihbischof aus Köln, Schwaderlapp, ist ausgestiegen. Bei der Sexualethik standen die Positionen auch schon von vornherein fest. Und deshalb ist er auch ausgestiegen. Also es kann nicht darum gehen, vorgefasste Ideen einfach durchzupeitschen, sondern es geht um wirkliches Hinhören, was der Geist sagen will. Biblisch ist der Rat eine Gabe des Heiligen Geistes. Beratungen sollen ein kleines Pfingsten sein, das den Streit beendet, Frieden stiftet und neue Mission ermöglicht. Er legt dann auch dar, dass es natürlich hier bei uns nicht um das evangelische Verständnis von Synode geht, als eine Art Kirchenparlament und Teil der Kirchenregierung. Ein synodales Zusammenspiel aller Charismen mit dem Bischof und des Bischofs ist eine charismatische Unterbrechung der alltäglichen Routine, um gemeinsam auf Gottes Wort zu hören und aufeinander zu hören, was Gott uns im Heiligen Geist sagen will. Synode in diesem Sinn ist Wegkorrektur aus institutionellen Verfestigungen, ein Beitrag zur Neuevangelisierung des Geistes des Evangeliums, eine Besinnung auf den künftigen Weg. Da ist heute schon viel mehr möglich, als viele meinen. Jeder Bischof kann auch heute schon, ohne ein Häkchen am Dogma zu ändern, synodale Strukturen schaffen und dabei auch Formen der Mitwirkung bei Pfarr- und Bischofsbesetzungen vorsehen. Kurzum, der Weg zu mehr Mitbestimmung ist auf Grundlage des Konzils und mit dem Konzil über das Konzil hinaus offen. Man muss nicht alles umkrempeln. Man muss nur den Weg der Kirche und des Konzils mutig weitergehen. Dazu brauchen wir keine Angst haben, denn die Verheißung des Herrn, dass er bei uns ist, ist auf unserer Seite. Wenn man dann näher liest, was der Papst zur Synode ausführt, dann denke ich auch so manchmal an die Struktur auch bei uns im Radio. Die Zeit, wo irgendwie einsame Entscheidungen gefällt wurden, ist doch auch hier längst schon vorbei. Wenn zum Beispiel ein großes Ereignis ansteht, wie jetzt der Weltjugendtag,
Da müssen alle Hauptabteilungen des Radios ran. Die Technik, ohne die geht gar nichts. Sind die Satellitenmobile einsatzfähig? Und welche mobile Studios haben wir, wo wird übertragen? Da wird vorher die Route schon abgefahren sogar. Die Orte angeschaut, wie schaut die Technik vor Ort aus? Das Programm natürlich. Wir werden viel mit Jugendlichen übertragen. Das muss koordiniert werden. Die Dienste werden eingeteilt. Wann wird was wie übertragen? Es soll möglichst lebendig auch rüberkommen. Social Media, natürlich, ohne die läuft heute gar nichts. Also es ist ein richtiges Ineinandergreifen der Räder, ein echtes Miteinander in Austausch und wenn es dann glückt, ein sich gegenseitiges Bestärken. Dann noch einen weiteren Punkt aus der Synode, den er ausgeführt hat in Augsburg. Evangelium für eine künftige Generation. Wie hat Petrus Canisius das gemacht? Die frühen Jesuiten hatten keinen vorgefertigten Plan. Die haben einfach sich für die Mission zur Verfügung gestellt und dann war Folgendes. Petrus Canisius war in Messina. Der Bürgermeister, die Stadtväter baten, die städtische Schule zu übernehmen. Das hat Petrus Canisius gemacht, hat den Job erledigt und da ist ihm der Groschen gefallen. Schulen, natürlich Schulen. Bald war Bayern mit Studienhäusern der Jesuiten geradezu übersät. Kaufbeuren, Mindelheim, Landshut, Ingolstadt, Eichstätt, Regensburg, München, Straubing, Passau und andere. Canisius war der Überzeugung, wer in der Welt wirken will, der muss die Welt kennen und sie verstehen. Begabte junge Menschen sollten herangebildet werden und ihnen im Licht des Glaubens das Wissen der Zeit vermittelt werden. Damit lag er ganz in der kirchlichen Tradition. Mittelalterlichen Mönche waren mit ihren Klosterschulen Transmissionsriemen, welche die antike humanistische Bildung des Mittelalters übermittelten und die Kultur Europas grundlegten. Er legt dann auch dar, dass Bildung ein theologischer Begriff ist, bei dem es darum geht, das Bild Gottes, nach dem wir geschaffen sind, auszubilden. Wir brauchen eine neue Generation von jungen Männern und Frauen. Eine nicht nur gut ausgebildete, umfassend gebildete katholische Elite, die aber nicht sozial abgehoben ist, sondern sozial engagiert ist. Ohne eine solche Leadership wird der Glaube zur Außenseiterposition. Er ist dann nicht mehr Sauerteig und Seele, die das Ganze durchdringt. Wir sind dann nicht mehr katholisch, wir werden zur Sekte. Das ist ein langfristiges Programm, das nicht schon morgen und übermorgen Erfolg bringt, aber deshalb auch nachhaltiger als alle spektakulären Events. Dieses sind ein Feuerwerk, das schnell niederbrennt und wieder verlöscht. Wir brauchen eine neue Generation mit katechetischer Bildung. Man muss den Glauben kennen, den man bekennen will. Und er legt dann dar, dass er selber bei der Afrika-Reise, die er einmal bei den Weisen Vätern gemacht hat, gesehen hat, wie Katechese das Erfolgsrezept der Mission ist und geht auf die Katechismen von Martin Luther und Petrus Canisius ein. Und dann erwähnt er den Katechismus der katholischen Kirche, der natürlich schwere theologische Kost ist, und erinnert, dass der UCAT 2011 herauskam und in kurzer Zeit viele Auflagen erlebt hat. Ähnlich mit dem deutschen Erwachsenenkatechismus, als ein Hildesheimer Priester Winfried Henze in flotter Briefform den herausgebracht hat, in kürzester Zeit waren 11 Auflagen heraus. Niemand soll sagen, der Glaube lasse sich heute nicht mehr vermitteln. Im Gegenteil, viele suchen nach solider Glaubensinformation. Sie sollen wissen, was Sache ist. Ja, und das ist auch unser Job von Radio Horeb, das Glaubenswissen zu übermitteln mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, besonders auch an die junge Generation, dass wir die erreichen. Das ist mir ein Herzensanliegen. Allzu viele Christen sind heute sprachlos geworden. Sie wissen nichts mehr zu antworten. Sie schweigen und fallen auf jeden Nonsens rein. Katechese ist Sprachschule des Glaubens. Der schulische Religionsunterricht ist wichtig, kann aber unter heutigen Voraussetzungen nicht mehr Katechese sein. Schülern von Sakramenten zu erzählen, die kaum einmal eine Kirche von innen gesehen haben und so gut wie nie an einem Gottesdienst teilnehmen, sind Schwimmübungen im Trocknen. Katechese ist nur in einem kirchlichen Zusammenhang möglich, in dem Leben und Glaube konkret erfahrbar wird.
Und dann genau das, was ich auch in meinem Buch Zeitgeist oder Geist der Zeit kritisiert habe, wir müssen die Sakramentenspendung ganz neu definieren, ganz neu aufstellen. Das thematisiert er hier zum Schluss auch noch. Ein paar Wochen Erstkommunionkatechese, die Firmkatechese noch wesentlich kürzer, die Ehevorbereitung oft an zwei Abenden, von Taufvorbereitung, das Kernstück der Katechese, gar nicht zu reden, genügt nicht. In den USA und jetzt in Rom habe ich erfahren, dass es auch ganz anders geht. Ich will nicht ungerecht sein. Es gibt auch bei uns Ansätze, Familienkatechese, Ehekatechese, Feriencamps, Jüngerschaftsschule, Kompaktseminare. Doch insgesamt sind wir katechetisches Notstandsgebiet in Deutschland. So werden wir keine Zukunft haben in Deutschland. Wir verspielen eine ganze Generation. Wir versäumen es, eine neue Generation für das 21. Jahrhundert vorzubereiten. Wir haben von Petrus Canisius noch viel zu lernen. Und schauen Sie, das ist so das, was mir wirklich auch zu schaffen macht, diese fast völlige Unfähigkeit zu lernen. Dieses Denken, wir machen es doch alles bestens, wir sind der Nabel der Welt. Und der Karren fährt so in den Dreck hinein, wie selten zuvor. Das muss doch auch den Bischöfen zu denken geben, zum x-ten Mal jetzt gesagt, wenn die Firmung der Abschiedsgottesdienst von den jungen Leuten ist. Damit soll es ja eigentlich erst beginnen. 95% und noch mehr sagen es, das war's dann, auf Wiedersehen. Vielleicht allenfalls, wenn sie Glück haben, noch bei Hochzeit oder bei Beerdigung. Das kann man doch nicht so weiterlaufen lassen, dieses System. Da muss man sich doch mal hinsetzen, was passiert hier, warum ist das so? Und man wird merken, auch zum x-ten Mal, dass die Kultur sich total geändert hat. Relativismus, Postmodernismus, Materialismus, Hedonismus, Individualismus und wie diese Ismen alle heißen, die sind nicht von vornherein und in sich immer schlecht, aber und insgesamt sind sie von verheerender Wirkung für die Kirche und ihre Katechese. Und andere haben es gelernt. Ich denke jetzt zum Beispiel, ich war mal in Augsburg in einer Franziskanerkirche, durfte dort die Festpredigt halten und da waren auch der Kroatenseelsorger dabei. Und der hat das festgestellt, der schulische Religionsunterricht allein genügt nicht. Also hat er natürlich mit Unterstützung der Eltern Freitagnachmittag und Samstagvormittag Katechese angeboten. Und die Eltern, die noch katholisch sind, haben ihre Kinder geschickt. Und wenn wir uns dann zum Gottesdienst in der Kirche versammeln, sind ein paar Leute noch da, meist älteren Semesters. Und wenn die Kroaten sich versammeln, ist die Kirche brechend voll mit jungen Familien. Also das, da muss man doch irgendwie mal nachdenken, was passiert hier, warum hat sich das verändert und wie müssen wir das anders angehen. Und eine Speerspitze bei dem all dem kommt den Medien zu. Das ist auch das ist so ein Ding, das soll kein Frust sein, es sind einfach Dinge, die mir auf der Seele liegen. Ich bin auch nicht irgendwie einer, der da resignativ durch die Gegend läuft, im Gegenteil. Aber es macht doch irgendwie nachdenklich, dass die Bischöfe ihre Leute während Corona nur noch über die Social Media erreicht haben und haben da riesige Zugriffszahlen gehabt bei Facebook, wenn ein Bischof einen Vortrag gehalten hat. Kaum war, jetzt habe ich gedacht, jetzt ist der Groschen gefallen, jetzt haben sie es erkannt. Diese Dinge, die sind wichtig. Kaum war Corona vorbei, wurden die Geräte wieder demontiert. Anstatt dass man, es gibt ja auch bei uns in der Kirche Leute, die haben echt was in der Birne, die sind clever, die sind richtig gut drauf. Die sollen halt mal jede Woche so knackige Clips machen für die jungen Leute, bei den Social Media. Wir haben doch die Leute. Ich habe gedacht, jetzt hat man es verstanden, jetzt wird man auf diesem Gebiet kreativ, wird nachdenklich, investiert dort Kraft und Zeit. Wie gesagt, kaum war es vorbei. Demontiert, wieder in die Rumpelkammer gestellt. Und das sind halt dann die Dinge, die dann insgesamt dieses Desaster ausmachen, in dem wir derzeit stecken. In
den USA und Rom habe ich erfahren, es geht auch ganz anders. Das ist dann oft eine jahrelange Vorbereitung der Leute auf diese Sakramente. Und natürlich werden viele dann nicht mehr mitmachen, dann ist es halt so. Aber diejenigen, die mitmachen, die verstehen, um was es geht, und die sind dann mit den Multiplikatoren für andere. Das ist das Prinzip der Freikirchen. Und die blühen. Also da, das ist schon wert, sich mit diesen Themen näher zu befassen, dass man irgendwie selber weiß, in welche Richtung soll es eigentlich gehen. Und darum hat der Kardinal Kasper, mit dem ich in Verbindung stehen darf, mit dem ich auch gelegentlich austausche, schon recht mit dem, was er sagt. Wir verlieren eine ganze Generation. Wir versäumen es, eine neue Generation für das 21. Jahrhundert vorzubereiten. Wie viel müsste sich bei uns noch ändern? Und es wird sich ändern. Amen.